Hallihallo und willkommen zurück auf der Insel Faranga. Wir besichtigen heute ein wenig die wunderschönen Wälder und Dschungel der Insel und werden uns ein wenig die Beine dabei vertreten, was im Endeffekt ja genau dasselbe ist, aber wen kümmert's? So, beim letzten Mal haben wir noch mit dem jungen Marvin hier gesprochen und danach kläglich versagt beim Versuch, diese zwei fliegenden Viecher da auszuschalten. Hier erwartet uns nun ein Wildschwein. Dann würde ich sagen, begeben wir uns doch erstmal diesen Weg hier entlang und sammeln auf, was wir so finden können. Oh. Ein Hund haben wir gefunden. Komm hier, du Viech, du. Boah, so früh am Morgen schon wieder Action pur. Mich kriegt ihr nicht. Ach, Mann, oh Mann. Das ist zu früh heute. Denn hier kriegt ihr Let's Plays eiskalt und am Stück serviert. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, als ich da gestern festgelegt habe, dass es dienstags zwei Folgen gibt. Oh Mann, oh Mann. Aber gut, da muss ich jetzt durch und dementsprechend muss ich jetzt auch immer produzieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch ein Treffer und das war's. Mal wieder. Komm her. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Na, 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 na. So nicht hierbei. Aha. Spürt kalten Stahl. Geschärften kalten Stahl. Das war Nummer 1. Und das war Nummer 2. Wir haben es geschafft. Juhu. Mensch, ich bin ja richtig in Feierlaune jetzt. Oh Mann. Ach Gott. Ah, wo sind wir denn hier gelandet? Ah ja. Da hat's Grabmotten. Ach nee, das sind die Krallenfalter da, die anderen Viecher. Und da ist ein Wildschwein, ich sehe es ganz genau. Okay. Dann am besten erstmal speichern. Bevor da wieder was schief geht. Gnomis! Hui! Ihr Gnümchen hier. Ich hab euch lieb. Oh, ich finde die so süß. Ich mag die immer gar nicht hauen. Die sind so knuffig. Ich möchte eins als Kuscheltier. Oh, eine Ruine. Aber gut. Was muss, das muss. Ihr kriegt jetzt volles Pfund aufs Maul. Hopp und hopp. Ist viel. Unfair. Du bist kleiner als ich. Drück dir den Heiltrank rein. Drück dir den Heiltrank rein. Nur zur Sicherheit. Hopp, hopp, hopp. Ha, juhu. Katschi. Level up, Kinder. Bisschen Gold hatten sie dabei, das ist doch schön. Und wir haben schon 30 Lernpunkte. Mann. Das geht ja richtig fix. Ah. So, 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 so. Nur für den Fall.
Holen wir uns die Wildschweine hier. Oh Mann. Ja, komm, wir versuchen's. Ah. Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Ach Gott, die können ja den Schild brechen. Oh Mann. Da hab ich Idiot mal wieder nicht dran gedacht. Hä? Das gelingt dir kein zweites Mal. Das war Nummer 1. Wir sind Titanen. Muha. Ich will nicht leugnen, dass es zwischendurch recht knapp war. Aber niemals zu knapp. Nur von diesen Flügelfiechern erhalten uns noch fern. Zur Sicherheit. Ja. Futtern. So. Kommen wir hier vielleicht irgendwie runter, ohne uns das Genick zu brechen? Da hinten vielleicht. Können wir auch gleich nochmal gucken, was da vielleicht noch auf uns wartet. Wo geht's denn hier hin? Zur Ostküste. Da ist noch ein Wildschwein. Keiler, Entschuldigung. Keiler. Oh ja. Noch jemand einen Schnitzel? Moja. Blümchen pflücken. Und irgendwann müssen wir ja auch nochmal zur Hafenstadt, ne? Da wollten wir ja eigentlich hin. Okay, Rückzug. Kampf ist hier keine Möglichkeit, keine Alternative. Was auch immer ich sagen wollte. Da hat's Stachelratten. Und da müssten wir eigentlich runterkommen. Na? Ja. Nein? Oh. Ganz so war das dann doch nicht geplant. Okay, drei Stachelratten. Ausgewachsen. Und blutrünstig. Allerdings auch nicht sehr viel stärker als die jungen Stachelratten. Gnome-Häuptlinge. Die sind ganz besonders fies, die Viecher. So. Okay. So enden wir alle. Ja, aber du nicht, Kollege. Das werde ich zu verhindern wissen. Oh, scheiße, jetzt werfen die schon wieder mit Äpfeln. Oh Gott. Wenn das mal was wird. Diese Mistviecher. Diese süßen kleinen Kuscheltiere. Aber die könnten ruhig mal aufhören, andauernd zurechtzuwerfen, verdammt nochmal. Hammerwerk. Ich glaub's auch. So, sobald der Häuptling fällt, fällt auch der Kampfgeist. Oh Mann. Nee. Das lasst ihr bitte bleiben. Ach, Mann. Okay, es war klar, dass unsere kleine Ausflugstour irgendwann ein solches Ende findet. Aber na ja.
Jetzt wissen wir, dass wir es eben noch nicht mit allen Viechern aufnehmen können. Mit den gelben Flügeldingern und mit den Genomhäuptlingen nicht. Alles andere geht bestimmt ganz super. Ja, der Ladebalken. Das könnte jetzt ein wenig dauern, aber gebratenes Fleisch und Fisch bringen dir Lebensenergie zurück, wenn du sie isst. Das wollte ich dann doch noch loswerden. Also, dann schauen wir mal. Ach Gott, hier ist alles voll mit Gnomen. Das haben wir ganz vergessen. Runter vielleicht? Was haben wir denn hier? Hey Wolf! Na, den holen wir uns. Denke ich. Hätte ich so nichts gegen. Ach, ein schwarzer Wolf, das ist nicht so toll. Aber vielleicht kriegen wir den ja trotzdem kaputt. Dann können wir hier mal über die Brücke gehen und da gucken, was da so los ist. Yep. Sehr schön. 120 Erfahrungspunkte. Machen wir. Da ist auch eine Wichtelkappe. Das hier was? Dann Gebüsch. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Stachelratten. Cool. Schubidubidu. Aua. So war das nicht gedacht. So auch nicht. So auch nicht. Jetzt lässt du einfach mal bleiben. Oh. Leute, was ist hier los? Oh. Das gibt's doch nicht. Drück dir den Heiltrank rein. Drück dir den Heiltrank rein. Hau die Viecher kaputt. Oh ja, wir haben es mal wieder geschafft. Die Welt ist gerettet, voll Bedrohung durch die Stachelrammen. Haben wir... Oh, wir haben einen Säbel gefunden. Wir haben das... Boing. Händler geben gutes Gold.